Mein Name ist Danny Dirschel. Bin 21 Jahre alt. Ja, ich wusste von vornherein, ich möchte in einem Zoo arbeiten. Also nicht nur was mit Tieren, sondern ich wusste schon von vornherein, Zootierpfleger. Also angefangen habe ich hier am 25. August 2008 als Praktikant und habe das dann ein Jahr lang gemacht und bin dann am 1. September 2009 die Ausbildung gerutscht. Ich habe zwischenzeitlich ein Jahr Pause gemacht, habe Elternzeit gemacht, ich bin Papa geworden, bin ein Jahr zu Hause geblieben und habe jetzt im Juli meinen Abschluss gemacht. Die absolute Leidenschaft bei mir sind halt vor allem die Reptilien, Amphibien, weil ich damit aufgewachsen bin. Also die ganze Wohnung war voll, wir waren da voll involviert in diese Szene, sage ich jetzt mal so. In einem Büro zu sitzen, Schreibarbeit zu machen, das ist alles also so schulische Sachen. Mir hat die Schule noch nie so gelegen. Ich bin im Augsburger Zoo fast aufgewachsen. Das ist ein verdammt beliebter Beruf. Wir haben jetzt zum Beispiel auf die Ausbildungsstelle so circa 300 Bewerbungen teilweise auf eine Stelle. Ein Tier kann ja nicht Danke sagen oder sich irgendwie durch eine Mimik ausdrücken, durch Grinsen oder sowas. Aber für mich heißt dann, wenn es alt wird, wenn es gesund ist, wenn es eventuell sogar Nachzuchten bringt, das ist dann für mich das Dankeschön. Also manchmal kann es sein, wenn wir die Wasserschildkröten draußen im Teich, dass wir eigentlich fast jedes Jahr teilweise weniger Tiere rausholen, weil Leute einfach Tiere mitnehmen, einen Rucksack schieben und sagen, okay, für ein Jahr eine Schildkröte und nächstes Jahr wieder bringen. Ich hoffe in den nächsten Jahren, dass ich hier im Tiergarten bleiben kann, weil ich habe jetzt nach der Ausbildung nur so einen Zeitvertrag gekriegt. Und ja, ich hoffe, dass ich hier was tue, dass ich hier eine Stelle bekomme. Also es wäre ein Ziel für mich, ein wahnsinnig großes Ziel, wenn ich das schaffen würde, dass ich da bleiben könnte.